Oh, und ich muss den Sound runterdrehen. Hey, ja, ich weiß, dass ihr schon da seid, Leute. Chill. Ich habe nur bei mir ungefähr die doppelte Lautstärke, weil sonst höre ich mich selber nicht. Also, der Grund ist, ich höre mich selber nicht. So, hallo Leute, willkommen zurück zu... Also, hallo liebe Leute, willkommen zurück zu Let's Play Secret of Mana. Wir haben das letzte Mal aufgehört und haben extrem gearbeitet, indem wir herumgelaufen sind. Aber dieser Typ scheint mir etwas suspekt. Felix, du bist neu hier, oder? Kopf hoch. Ich heiße Felix und bin der Schrecken der Meere. Der Sandmeere. Na gut, ich war es. Aber wenn man sich erst einmal daran gewöhnt hat, ich bin gerne Sklave auf diesem Schiff. Schau mal, habe ich nicht schön geputzt? Hm? Okay. An die Arbeit! Ich kann nichts drücken, okay. Hängen geblieben. Ich glaube, ich muss erst mit allen reden. Ostro ist zwar der Kapitän dieses Schiffs, aber Luxor hat hier das Sagen. Luxor würde seinen Onkel am liebsten in den Sand werfen und davon fahren. Okay. Jeder, der in der Wüste gefunden wird, muss hier als Sklave arbeiten. Ach toll. Dies ist das geheime Sandschiff der Republik. Oh, der Republik. Echt? Du möchtest mit deinen Freunden abhauen? Okay, ich helfe dir. Geh zu den Wächtern. Du, geh zurück an deinen Platz. Feuer, Feuer. Was? Weg da. Aua. Ich kann trotzdem weiter herumgehen. Wo soll das Feuer sein? Da, ich schieb dich zum Feuer. Find's lustig so. Das war lustig. Die gehen jetzt auch arbeiten. Ich kann einfach gehen, okay. Cool. Voll logisch. Dieses Schiff erinnert mich an ein anderes Schiff, was wir schon einmal gesehen haben. Wenn ich mich recht erinnere, kann ich sogar mit den ganzen Typen hier reden, ohne dass ich irgendwie so, also, ja, du musst wieder zurück zur Arbeit oder so. Ist das eine Tür? Tatsache, das ist eine Tür. Ich glaube, hier geht's auch weiter. Ich möchte mir noch mit den Typen da oben reden. So. Beziehungsweise, ich möchte mich noch umschauen. Boah, einfach im Kreis gehen. Okay. Genug im Kreis gegangen. So. Boah, auf einmal poppt so ein Fenster rein. Boah, ich laufe auf... Oh Mann, PC. Hör auf abzuspacken. So, hier geht's nicht weiter. Aber hier ist eine Tür. Ich glaube, hier ist einmal ein Charakter. Genau, hier ist sie. Hör sofort auf. Warum denn? Mampf. Ich muss etwas essen, oder soll ich etwa verhungern? Sie hat unsere ganzen Vorräte aufgegessen. Schaff dieses Monster aus der Küche. Okay, komm mit, Monster. Ich platz gleich. Okay, dann haben wir einmal einen Charakter mehr. Und tap-di-tap-di-tap-di-tap. Und hol noch gleich die zweite. Die, glaube ich, gerade genervt wird. Mal schauen, wo sie ist. Wo führt eigentlich die Treppe dorthin? Komme ich dorthin? Wenn ja, dann schaue ich mir schnell an, wo ich dorthin komme. Wenn ich nicht sogar schon dorthin muss. Keine Ahnung. Ach, da komme ich jetzt gar nicht einmal runter. Ich kann mich rein gar nicht mehr an diesen Teil erinnern, wirklich. Ich weiß nur, dass direkt nachdem wir... Oh. Ja, ich bin wieder da. So, jetzt gehe ich wieder. Ich weiß nur, dass direkt nach dem Teil dann gleich ein Boss kommt. Aber das war's jetzt auch dann. Das ist auch alles, was mir dazu einfällt. Was ist mit euch? Dies ist das geheime Sandschiff der Republik. Ja, das weiß ich. Achso, das ist da, wo ich hergekommen bin. Da bin ich reingekommen. Ah, ich höre auch Treppengeräusche, also könnte ich raus. Außerdem, ja, das kenne ich schon. Wiederholungsmodus. Wow. Das sind dieselben zwei Typen, die oben im Arbeitsraum drinnen waren. Interessant. Na, wenigstens haben die das noch so gebaut. Nicht einfach so sinnlos, du wirst durch eine Wand durchgeportet und kannst auf einmal nie wieder dorthin. So. Durch eine Wand durchporten ist brutal. Sollte man nicht machen. Ich habe schlechte Erfahrungen damit. Mitkommen. Und hineingehen. Da ist aber auch wirklich schwer zu sehen, dass hier eine Tür ist. Muss man ehrlich sagen. Da oben komme ich noch nicht dran. Und wenn, dann müsste ich ihn zuerst anreden. Die Typen dort. Ach, so komme ich zu dir rauf. Verdammt. Was hast du zu sagen? Den Spielstand speichern. Das kann ich ja auch bei dir. Tatsache. Da ich nicht weiß, welcher der zweite ist, werde ich einfach mal hier speichern.
Okay, hier kommt nichts mehr. Er steht einfach nur da und will Speicherstände verteilen. Okay, voll toll. Okay, lasst mich durch. Kennt ihr den? Kommt ein Ostfriese zum Arzt. Nein, bitte nicht. Okay. Und die Pointe. Ach Gott. Küss mich. Oh nein. Nein, geht. Ich muss mich gleich übergeben. Du Ekel. Bitte, bitte, bitte. Wirk. Oh, was geht jetzt? Ostro. Lukza, was tust du da? Ich. Wir üben Mund zu Mund Beatmung. Er lügt. Nichts als Ärger. Geh zur Seite, Mädchen. Mit Vergnügen. Endlich. Gut, dass ihr da seid. Du kommst immer im ungünstigsten Moment, Onkel. Ich. Hier bleibt hier. Also ich, hier. Hier bleibt hier. Ui. Böse. Auf einmal Erdbeben. Das kann nur eins bedeuten. Ja, wieder das Fass zum und dann taucht auf einmal ein Boss auf. Das Imperium. Auch das noch. Oh je. Wir müssen uns ergeben. Ergeben? Einfach so ergeben. Nie und nimmer. Lieber sterbe ich im Kampf. Wir sind alle erledigt. Habt ihr Glück, dass ich da bin. Auf einmal voll angenehme Musik. Gebt auf. Nein. Ich gehe herum. Gib auf. Nein, nicht hier rum. Okay, mit dir kann ich nicht reden. Du schon wieder. Markus. Nee, Markus. Wen haben wir denn da? Den Mana-Ritter und seine Freundinnen. Tantalus hat mich schon vor euch gewarnt. Ich habe etwas für euch. Oh, und das ist der Boss. Viel Spaß. Oh, schwul. Kleiner Cut. Und weiter geht's. Oh, Boss. Wo bist du? Auf der rechten oder? Oh, warte, da kommt er. Au. Achso, mich hat er nicht erwischt. Okay, gut. Warte. Genau. Von vorne kann ich ihn treffen. Aber nicht von der anderen Seite. Einfach nach oben gehen. Die Nerven wieder. Turboantrieb. Ja, jetzt kommst du dir toll vor, weißt du was? Weißt du was? Ich mach das für die Zuschauer. Analyse. Okay, Gold. Er hat keine Schwäche, oder wie? Er hat keine besondere Schwäche, das ist schön. Boah, Raketenchaos. Raketenchaos. Und rüberrennen, Leute, rüberrennen. Und nochmal rüberrennen. Und nochmal rüberrennen. Das ist eigentlich alles, was man hier machen muss. So, ich schlage aber trotzdem mal vor, wir heilen uns alle. Ich bleibe mal auf der Seite. Wird mich jetzt gleich sicher voll anrempeln. So, ja, ich komme. Hallo. Oh, Turboantrieb. Er ist irgendwie voll schwach. Irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass er ein schwieriger Boss war. Oh, da unten ist er. Greift an, Leute. Boah, er ist erledigt. Ist das wirklich nah? Er steht noch da. Haut drauf, Leute. Bomben. Ja, draufhauen. Draufhauen. Schlagen. Wow. Jetzt chill doch mal. Sie kannst du mal getrost in Ruhe lassen. 478 HP, Alter. Oh, oh. Vor ihm stehen ist immer böse. Und angreifen. Angreifen. Leute, angreifen. Okay, er will keinen Schaden nehmen. So, jetzt reicht's mir. Jetzt reicht's mir. Hier. Tschüss. Einfach tschüss sagen. Einfach tschüss sagen. Aus. Ich hab keinen Bock mehr. Tschüss. Er war leicht. Ein Zauber habe ich verwendet. Den hätte ich erst gar nicht einmal verwenden müssen. Ich hab's aber trotzdem getan. Er war aber auch... Wow, er explodiert unten links irgendwo. Das war aber auch nicht wirklich angsteinflößend, dieser Boss. Also ich habe schon Magie verwendet zum Heilen. Ich hätte aber auch Items verwenden können, aber das möchte ich mir sparen. Pagen Orb erhalten. Page.
Okay, sorry. Und wo soll ich jetzt putzen? Du kannst hier mal anfangen, bei diesen Kakteen hier. So, was hast du, Luke, sozusagen? Hallo Mädels, vielleicht klappt es ja das nächste Mal mit uns. Oh Gott. Was für ein Chaos, alle sind fortgerannt. Was? Ihr kennt Victor und seine Freunde von ihm? Wenn ich das gewusst hätte, bitte verzeiht mir und meinen Neffen Luxor. Freunde von Victor, wie klein die Welt doch ist. Hat er noch was zu sagen? Was für ein Chaos? Ja, ich wollte gerne Victor, bla 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 bla. Einfach irgendwas von Victor sagen, obwohl ich gar nichts von Victor sage. Victor! So, wo ist Victor? Ist Victor vielleicht irgendwo hier? Es gibt hier irgendeinen Typen, der sich nicht bewegt und mit dem kann ich mich zurückporten, habe ich das Gefühl. Oder er bewegt sich auch. Das kann auch sein, wahrscheinlich bist du das. Im Norden ist die Wüstenstadt El Oasis, westlich davon der Feuerpalast. Ach, Norden. Und dann westlich. Okay, aber wie komme ich hier raus? Es war doch irgendein Typen, den ich anreden muss. Sagen. So, dann war es doch der Typ da ganz rechts. Wo ist er? Da, du spackst da ganz rechts. Wir warten auf den Rettungszug. Ja, auch. Ja. Wir warten auf den Rettungszug. Ja, auch. Nein. Ah, ja. Gut zu wissen. Ach so. So, da gebe ich einfach Nein an und hier und werde einfach hier reingeportet. So, im Norden. Ab in den Norden. Norden! Oh. Hallo, El Oasis. Dramatische Musik. Salam alaikum in El Oasis. Okay, ich schieb dich weg. Ich glaube, das habe ich damals mit dem Typen immer gemacht. Tschüss. Ah, tschüss, Schiebung. Oh, seitlich kann ich nicht schieben, oder wie? Okay, doch. Tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Verkriech dich da hinter irgendeiner Palme oder so. So, tschüss. Eieiei, ja, noch einer. Kann ich aber nicht schieben. Das ist ein Einkaufstyp, oder? Boah, 10.638 kaufen. Ui, da kann ich mir was schöne Sachen kaufen. 500? Goldkrone bringt mir weniger. Dann denke ich mal, ist das besser. Titanrüstung, Goldweste. Okay, die Goldweste scheint ordentlich was wert zu sein. Kaufe ich mir mal gleich 3 Goldwesten. Kaufen, kaufen, kaufen. Und Waschbärmützen. 1, 2 und 3. Weiß gar nicht, ist die Silberkette besser? Ich glaube schon. Müsste ich jetzt mal schauen. Das weiß ich jetzt noch nicht. Kann ich mal ausrüsten. Zuerst ich. Kleidung. 21, das ist schon mal eine Steigerung. Ja, Alter, Wolfsarmband habe ich. Jetzt aus der pinken Jacke raus, ab ins Goldene. So, dann du hier noch. Von 10 auf 21, das ist ja extrem. So, 34. Und du brauchst doch noch einen Putz. So, Waschbärenmütze. Braucht keine Sau. Da war nichts mehr. Das waren nur okay, die Mützen. So, dann verkaufe ich ja mal das Zeug, was ich nicht mehr habe. Also, was ich nicht mehr brauche. Verkaufe ihn. Das ist ja auch recht viel Zeug, was ich da habe. Bringt sich auch relativ viel vom Geld. Sehr schön. Ich glaube aber, den Part werde ich nicht zu lang machen. Also nicht wundern, wenn ihr jetzt schon seht, oh, der Part neigt sich dem Ende zu. Es wird wahrscheinlich nichts mehr kommen. Was ich jetzt auch noch anmerken muss, ab Freitag, ich weiß jetzt nicht, ob ich dann Freitag was hochladen werde, wird es wahrscheinlich schwer dazu kommen, dass ich noch was hochladen kann. Grundzweck, Beisetzzahn. Ja, jetzt kommt einmal ein oder zwei raus, die mich nerven. Und dann wird es auch in Folge dessen weitergehen. Das heißt, ich werde für etwas längere Zeit wahrscheinlich nicht kommentieren können. Ich werde aber schauen, dass ich trotzdem irgendwelche Videos hochladen werde. Ich weiß noch nicht was. Lass ich mir noch überlegen. Vielleicht irgendein Special, ich habe keine Ahnung. Habe ich jetzt 2 gekauft, ich kaufe einfach noch 1. Boah, ich krieg gar nichts mehr mit, wenn ich so viel rede. Wie dem auch sei. Ich werde mich bemühen, dass ich jetzt noch ein paar Dinge hochlade. Blablabla.
Nein, das war schon richtig. Ich habe keine 4 gekauft, sehr schön. Wow. Das war jetzt hyperaktives Klicken. Also, drücken. 10. Ja, das macht auch nicht so. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Und du bist ausgerüstet. Gut. Somit ist mein ganzes Team wieder aufgerüstet. Hier scheint kein Wasser zu sein in der Oase. Böse. Hier scheint was zu fehlen. Ich glaube, ich weiß, dass ich da irgendwas Spezielles machen muss. Ich glaube, ich weiß es. Und wir legen uns hier noch in Schlaf und so. Schlafi. Sehr gut. Alles ist gut. Alles ist wunderbar. Alles hat schön funktioniert in diesem Part. Irgendwie ist das langweilig, wenn alles funktioniert. Das nächste Mal gehört mehr Fail rein. Ach ja, übrigens, ihr hört mein Mausrad nicht mehr. Ist das cool? Ja, ich drehe gerade dran. Ist voll cool irgendwie. Okay. Gut, danke Leute fürs Zusehen. Unten links der Link zum nächsten Video und das nächste Mal bei Let's Play Secret of Mana werden wir hoffentlich mehr failen. Im Tempel. Ich habe das Gefühl, da fehle ich mehr. Ja, gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!